Angeltester. Der erste Abendausgang in dem neuen Jagdjahr 2022. Ich sitze hier in einer riesigen Freifläche, ist über die Fichte weggekommen. Kein Zaun gebaut, so kleine Horstpflanzung mit Laubhölzern sind hier mit Einzelschutz. Und hier beginnt aufgrund dieser vielen Kalamitätsflächen die Bockjagd auch schon im April. Und ich habe eine neue Bockjagdbüchse dabei. Die möchte ich euch kurz mal zeigen. Anschütz 1771 in 223 mit Schalldämpfer. Das ist zwar kein Dämpfer speziell für 223, sondern 7 bis 8 mm. Aber er dämpft natürlich trotzdem etwas. Ich habe ein Kite Optics Glas drauf, 1,6 bis 10 mal 42 für die Bockjagd. Eigentlich wunderbar ausreichend für die Nachtjagd. Mit Vorsatz wäre es auch ausreichend, aber 223 ist halt nicht gerade ein Kaliber für die Nachtjagd. Die Waffe liegt super. Ich bin nicht der größte Fan von diesem Schweinsrücken hier, aber liegt trotzdem sehr gut. Der Abzug ist ein Matchabzug mit 700 Gramm Gewicht, Abzugsgewicht. Der kommt richtig gut. 51 cm Lauf mit Gewinde dran. Echt eine schicke Waffe. Sehr klassisches Design. Drehe sie nochmal um. Mit der bin ich jetzt ein paar Tage auf Bockjagd und mal gucken, was so kommt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich stelle die mal wieder oder lege die mal wieder ab. Hier bei der Freifläche ein Fernglas mit Entfernungsmesser dabei. Kann ich mir hier schön die Kanten auslasern. 95 Meter bis an die Dickungskante. Mal gucken, da unten bin ich hergekommen. 150 Meter. Bis dahin kann ich auf jeden Fall schießen. Ansonsten, ich habe noch einen Pürstock dabei. Dann kann ich auch noch mal gucken, ob ich das Stück angeht oder so. Ich habe natürlich Wärmebild dabei, Kreider 36, großes E-Feld, finde ich für die Waldjacht, auch wenn das hier sehr offen ist, aber für die Waldjacht allgemein ganz geil. Jetzt ist natürlich so, dass die Stuppen von der Sonne am Tag ganz schön leuchten im Wärmebild, aber trotzdem hat man hier einen besseren Überblick mit. Auch wenn ich hier in die Richtung, da blendet mich die Sonne ziemlich. Aber wenn ich mit Wärmebild hingucke, dann kann ich halt sehen, ob da was steht. Ist aber noch nichts. Oh, geil. Schönstes Wetter. Überall wird's grün. Die Bäume schlagen aus hier, die Kirschen blühen. Mega geil. Ich zeige euch mal den Blick hier. Ganz geil, oder? Ja, ich bin hier ein Stückchen mal lang gepirscht und tatsächlich habe ich da einen Bock entdeckt, der mitten in diesen ganzen Schutzhülsen für die Bäume, für die jungen Bäume wiedergekäut hat, saß da in seinem Bett und den konnte ich strecken. Leider konnte ich den Abschuss für euch nicht filmen. Ich habe halt nur den Pürstock und die Waffe dabei gehabt. Die Kamera habe ich auf dem Sitz gelassen. Ich pirsche jetzt hier nochmal eine kleine Runde weiter. Noch ist ein bisschen Licht. Die letzte, würde ich sagen, Viertelstunde. Büchsenlicht hat angebrochen und die ist ja mal die interessanteste. Ne? Hört mal Zeit. Ich habe jetzt mal ein Stückchen vorgeholt, mal ganz schöner Anmarschweg zum Sitz zurück und so weiter. Kleiner Sechser Bock. Ist im Schuss runtergegangen. Mit der 223 geschossen. Ich drehe ihn gleich mal um und dann gucken wir mal, wie der Anschuss ist. Da ist der Anschuss.
voll auf dem Blatt. Auch schon voll mit Zecken hier, der Arme. Krass. Da ist er. Das ist
Hubraum und dann Gas. Man kann halt nichts bei falsch machen. Aber mit dem Standardkaliber 308, 30 und 6, 80 und 50, 50 und 60 und so, das geht alles lang. Genau. Naja, und dann die neueren 6,5 Creedmoor. Ja, gut, das ist halt auch die Frage, ob man das braucht. Weil, ach, du hast nicht so viel Laborierung zur Auswahl. Das stimmt natürlich, aber ich sag mal, von der Verwendung her, da kannst du alles mit tun im Wald. Ja. 6,555 ist auch genau. Ja, oder man nimmt halt, wenn man wirklich sagt, komm, wir gehen nur auf Rebelt raus. 222, 223. Ja. Was ich auch ganz geil finde, ist ja die 270, ne? Wenn du so ein Feldrevier hast und noch ein bisschen weiter schießen musst, ist ein 270 auch nicht ganz verkehrt. Gibt so viel Kaliber, Alter. Das ist unglaublich. Aber 223 gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Das ist geil. Das ist auch eine richtig coole Kugel. Da ein Dämpfer drauf, das ist so, schießt sich so butterweich wie ein Luftgewehr. Vertragen haben die da nicht. Ja gut, der Erste hat ja auch keine Wahl. Ja, weiß ich hier nicht. Was ist denn hier los? Ne! Schweine. Doch, das gibt's doch nicht. Ah, das ist eine Mutti, glaube ich. Zieht den Weg nach. Eine Mutti aus. Ist schlecht. Könnte sein. Wo müssen wir hin? Was ist hier? Nix. Schon ganz geil, wenn man da viel Kameras hat, um überhaupt sich so einen kleinen Überblick zu verschaffen, was wo los ist. Man erlebt immer wieder Überraschungen. Genau wie hier. Noch nie ein Wolf irgendwie gesehen, ja, gehört, irgendwas. Gefährdet, kein Riss, gar nichts. Auf einmal ist er auf der Kamera. Ja. Wenn du ihn einfach nur gesehen hättest, den über dem Ansitz hättest du gesagt, ja, der spinnt wieder, wir haben hier keine. Ja, der hat wieder Schäferhund abgehauen. Ja, genau. War ein dicker Voss. Ja, ein dicker Voss. Der war ja nun, der war ja nun auch drauf. Ja. Ein paar Bilder danach, ne? Da ist schon ein Unterschied. Verwechselt es auch. Nee. Aber auch allgemein, wenn du da gute Stellen hast, wie ein Wildacker oder eine Salzlecke oder so, einfach mal um zu sehen, wo was los ist an Böcken, ja, oder an Sauen, wann sind die wo, gibt dann einfach so viel Information. Ja. Naja, und dann halt immer die Überraschung, ne? So die Leute, die sagen, ja, wir kennen unsere Rehe alle mit Vor- und Zunahmen. Hängt mal ein paar Wildkameras auf, da tauchen plötzlich Böcke auf. Kannst du dir noch nie jemand gesehen? Der Geilste ist immer, wenn einer sagt, wenn du Bock geschossen hast, ja, den kenne ich, der steht doch da und da. Und dann sagst du, jo, der stand da ganz woanders gewesen. Er hat noch mal einen auf der Kamera, der hatte so ganz charakteristischen Rosenstockbruch an der rechten Seite. Und der wurde dann auf der Drückjagd geschossen. Das war durch zwei Dealer durch, auf der ganz anderen Seite vom Revier. Das war ein locker, keine Ahnung, Luftlinie, 5 Kilometer oder so. Ganz woanders. Das ist krass, war das beim Rewe ja echt ungewöhnlich. Die ist ja sonst doch relativ standorttreu. Ja, aber dann hast du den mal so zur Platzzeit oder so und dann gucken die da drin an, dann sind auf einmal da und sind sie wieder weg. Das haben wir bei uns zu Hause auch gesehen. Ein Bock, der hat da ja mitten in der Wohnsiedlung gelebt. Der wurde ja von den Anwohnern fotografiert, man hat es nicht gesehen. Das war ein richtiger Trümmer, weil mitten in der Siedlung. Ja, da muss ich weg. Schön immer die Geranien von genau. Gerne. Vielleicht ist dann der Trick für dicke Böcke. Geranien. Und plötzlich hier zur Blattzeit. Ich schätze mal so Luftlinie. Boah, wie weit macht das ein? 1,5, 2 Kilometer. Kam er plötzlich aus dem Mais. Und hat hier den Bayern. Ja, das war dann leider sein Fehler. Überfahren oder was? Nö, geschossen. Das ist ein Dickbock, den Papa geschossen hat. Dieser 500.
siehst du da, also den kann man auch unbesehen schießen. Dreimal reingetrötet, kam da der andere Bock an. 400 und... Das zieht und, an der Stadt. Und richtig alt, der war ja noch mal älter. Also wenn man nach Zahnabschliff geht. Ja, und auch, der hat richtig die abfallenden da. Welches Gerät hast du nicht? Geile 36. Das ist mein Lieblingsgerät, ey. Ja. Das ist eine Golden Bischof von Seefeld. Vergrößerung, Bildqualität, das ist echt top. Ja, heute Morgen habe ich eine ziemlich lange Pirsch gemacht. Ich bin so 2,5 Stunden hier berghoch, bergunter gepirscht. Hier sind jetzt ziemlich viele Hänge. Und es war ewig nichts los. Dann habe ich 2 Ricken gesehen. Die saßen noch im Bett, also die hatten sich noch niedergetan, die waren noch nicht unterwegs. Dann kam die Sonne raus, wir haben wunderbares Wetter. Und dann sind die hoch und haben angefangen zu eseln. Und dann wusste ich, alles klar, jetzt ist eine gute Zeit, jetzt werden die Rehe aktiv. Und dann habe ich mich eben auf den Weg gemacht, bin wieder ein bisschen zurückgepirscht, nochmal so eine Rückigasse rein. Und auf einmal in so einem Himbeerbusch drin habe ich gesehen, oh, da ist eine Wärmesignatur. Und habe nochmal durchs Fernglas geguckt und dann gesehen, dass es ein Bock ist. Waren so gute 120 Meter. Und er war erst verdeckt und stand so spitz zu mir, hat auch schon mal in meine Richtung geäugt. Und dann hat er aber nochmal weiter geäst und ist nochmal so ein paar Meter hochgezogen. Und als er dann breit stand, konnte ich schießen. Er stand so ein bisschen mit der zu mir eingedreht, habe ich hoch auf die Schulter angehalten und direkt hinterm Blatt, genau für 10. Ausschuss.
2:3, mega geiles Kaliber. Ich feiere das richtig. Es lässt sich so angenehm schießen. Es ist so leise durch den Dämpfer. Das ist einfach nur richtig geil, damit zu jagen. Und er ist der dritte Bock, den ich jetzt damit schieße. Die sind alle direkt im Schuss runter. Also da gab es auch keine Todesflucht und nichts. Und das macht echt Laune, damit jagen zu gehen. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ich könnte noch mal ein größeres Zielfernrohr aufbauen. Zehnfach ist manchmal, wenn man halt genauer ansprechen muss, grenzwertig. 15 oder 16-fach wäre schon geil. Das werde ich vielleicht noch mal ummontieren. Aber bisher hat es auf jeden Fall gereicht. Das war jetzt der weiteste Schuss auf ein Stück Wild, den ich mit der Waffe gemacht habe. Wie gesagt, zu 120 Meter. Und das war gar kein Problem. Also richtig gut, hat echt Spaß gemacht. Und wir sind noch ein paar Tage hier. Ich werde auf jeden Fall die Waffe weiterhin mitnehmen und gucken, ob wir noch ein Böckchen kriegen. Bis dann, bei uns halt.